Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Wir befinden uns hier in München und zwar kommen wir gerade von der internationalen Rohstoff- und Edelmetallmesse und haben hier das Thema Bitcoin heute auch mehrfach von dem einen oder anderen Zuschauer und Edelmetallmessenbesucher als Gesprächsthema gehabt. Ich persönlich bin ja ein riesen Goldverfechter, bin aber auch nicht komplett abgeneigt, was die Kryptowelt angeht, informiere mich, bin da auch schon seit 5 Jahren wirklich tiefer drin, um mitzuhören, was passiert, denn ich persönlich bin der Meinung, man muss sich wirklich die Sachen genauer ansehen, um bewerten zu können, ob es Sinn macht oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass der Bitcoin natürlich eine riesen Reise hinter sich hat. Er kam irgendwo im Jahr 2011 von wenigen Cent auf zwischenzeitlich 15.000 Euro umgerechnet. Das heißt, wir waren Ende des Jahres 2017 bei 13.000 bis 15.000 Euro, befinden uns aktuell bei 8.000 Euro. Wir haben momentan ein Verhältnis, ein Gold-Bitcoin-Ratio von 8.000 zu 1.350 circa. Das bedeutet, Sie bekommen ungefähr für 6 Unzen Gold einen Bitcoin. Ob das noch gerechtfertigt ist, weiß man nicht, weil wir müssten ja die Mengen, die verfügbar sind, vergleichen. Und man redet immer von einem Goldwürfel in der Kantenlänge von ca. 21 Meter, das heißt ein Würfel, der auch unter den Eiffelturm passen würde, an bislang geförderten Goldmengen weltweit. Entgegen dem stehen auch 21 Millionen Bitcoins. Vielleicht ist es kein Zufall, was sich der Satoshi Nakamoto einfallen lassen hat, der angeblich Initiator oder die Gruppe an Initiatoren des Bitcoins. Und natürlich ist das auch eine tolle Idee, dass ein digitales Gut limitiert ist. Das heißt, dass es niemals mehr als diese Menge geben wird, sodass das Gut begrenzt ist. Jetzt steht dem Ganzen im Edelmetallbereich und im Kryptomarkt entgegen, dass das Rohstoff Gold an sich immer wieder dass der Rohstoff Gold immer wieder auffindbar ist. Er wird vielleicht in vielen kleinen digitalen Chips mittlerweile verarbeitet, in Handys, in Computern, aber bei den Kryptowährungen ist die Verlustquote deutlich größer. Also beim Bitcoin ist es so, dass man vermutet, dass schon ca. 5 bis 6 Millionen Bitcoins auf irgendwelchen Wallets sind oder Handys, die nie wieder auftauchen. Das würde bedeuten, dass dann effektiv nur noch 15 Millionen Bitcoins maximal im Markt sind, was das Angebot noch weiter verknappt. Bei den Edelmetallen wird auch nicht alles recycelt, also auch hier haben wir nicht mehr diese 21 Tonnen im Markt, sondern ein Teil ist in den Tresoren verschwunden, vergraben worden, verloren gegangen, aber die Verlustquote war bei den digitalen Währungen wie dem Bitcoin deutlich größer. Worauf ich hinaus will, ist eben den Vergleich zu ziehen, was das seltenere Gut ist, wo die Nachfrage größer ist. Und wir wissen, dass das Bankensystem, so wie es heute existiert, keinen Bestand haben wird. Das heißt, das Thema Krypto wird definitiv einen Platz in der Zukunft finden. Aber um das Potenzial zu vergleichen zwischen Gold und Bitcoin, müssen wir uns anschauen, wo er herkommt, wo er aktuell steht, wo er zum Höchststand stand und was die Einflüsse sind. Und der Bitcoin hat meiner Meinung nach im nächsten Jahr einen Pluspunkt, und zwar soll es das Bitcoin-Halving geben, was so viel bedeutet, dass letzten Endes viele Menschen davon ausgehen, dass der Bitcoin in diesem Jahr dann erstmals die 20.000-Dollar-Grenze durchbrechen wird, was dazu führen könnte, dass wieder der Run auf die Bitcoins extrem steigt. Außerdem geht der ein oder andere Analyst im Kryptobereich davon aus, dass es irgendwann zu einem Cornering kommen könnte. Cornering ist das, was Sie vielleicht von den Gebrüdern Hunt kennen, als es damals diesen großen Silberaufkauf gab. Die haben alle Silberbestände weltweit aufgekauft und dann kam es letzten Endes dazu, dass es einen riesen Silberpreisboom gab, weil sie natürlich die Marktmacht besessen haben, den Preis zu manipulieren. Sollte das von dem ein oder anderen großen Anleger oder der ein oder anderen großen Anlegergruppe im Kryptomarkt passieren, wäre es natürlich der Fall, dass der Bitcoin-Preis getrieben werden könnte bis ins Ultimative. Ursprünglich soll der Bitcoin ja eigentlich ein Zahlungsmittel sein, aber diese großen Preisschwankungen führen dazu, dass das meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Bei Gold ist es durchaus anders. Bei Gold haben wir eine Kaufkraft erhalten, einen inflationsbereinigten Kaufkrafterhalt. Wir sind sehr nah an der inflationsbereinigten Marktpreissituation und nach einigen Gesprächen auf der Edelmetallmesse, die unter anderem unter den Sternen der Rezession standen, gehen wir persönlich davon aus, dass es in den nächsten Jahren wirklich zu dem Jahrzehnt der Rohstoffe kommen könnte, sprich 2020 bis 2030 könnte endlich die Zeit sein, die für die Edelmetallanleger und Käufer sich auszahlt, denn von 2011 bis 2019, wenn sie die Märkte beobachtet hatten, hatten wir vom einen Hoch an Tief bis teilweise 910 Euro pro Unze im Gold und sind jetzt endlich wieder im Dollarpreis bei über 1400 Dollar und im Euro auch bei ungefähr 1300 bis 1350 Euro, was so viel bedeutet, dass der Goldpreis jetzt wieder auf dem gleichen Niveau ist wie 2011. Also wir haben in der Charttechnik ein sogenanntes Doppeltop und ich gehe davon aus, wenn die Rezession jetzt anfängt, wenn die ersten Krisen, die ersten Zombiefirmen wie Thomas Cook beginnen, von der Bildfläche zu verschwinden,
dass es weitere Firmen geben wird, die dem ganzen Szenario folgen. Das ganze System wird künstlich am Leben gehalten und dann beginnt die Zeit der Edelmetalle. Die Menschen suchen nach Sicherheit, nach der ultimativen Absicherung. Und Gold ist nun mal Geld, anders als der Bitcoin, der das noch nicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende bewiesen hat. Selbst die Ägypter und die Römer haben immer den Edelmetallen vertraut. Wenn sie eine Unze Gold vor 1000 Jahren vergraben haben, hat sie immer noch denselben Wert wie heute. Vor 1000 Jahren gab es aber noch nicht mal Computer. Deswegen sind für mich die Edelmetalle aus der geldtechnischen Sicht das, was man unbedingt kaufen sollte, wenn man seine Kaufkraft erhalten will, wenn man spekulieren möchte, macht es unter Umständen Sinn, auch einen kleinen Anteil des Vermögens, das einem nicht wehtut, wenn es wirklich weg wäre, auch in Kryptowährungen zu investieren. Denn auf lange Sicht gehen einige Prognosen dahin, dass der Bitcoin den Goldpreis outperformen wird, auch wenn der Goldpreis sich auf 10.000, 15.000 Dollar bewegen sollte. Die Langfristprognosen von einigen großen Namen im Bitcoin-Bereich gehen sogar Richtung 100.000 und 200.000 Dollar. Wo der Preis tatsächlich enden wird, das weiß keiner, aber ich bin der persönlichen Überzeugung, dass es keinem schadet, ca. 10-20% des Privatvermögens in Edelmetalle umzuschichten. Wenn Sie Überschüsse haben, die zu spekulativen Mitteln verwendet werden können, dann ist auch der Bitcoin eine Alternative. Aber ich habe es oft jetzt in den letzten Jahren von den Kunden gehört, die Gold verkauft haben, um Bitcoin zu kaufen und es dann bereut haben, um wieder umzuschichten. Ich denke, es gibt hier eine große Synergie in den Märkten und viele Bitcoin-Käufer sehen sich nach einer gewissen Sicherheit und sollten vielleicht den einen oder anderen Bitcoin verkaufen, um in Edelmetalle zu investieren. Und vielleicht auch ein oder andere Goldkäufer, der wirklich nur auf Gold setzt und vielleicht Rendite erzielen möchte, könnte auch den einen oder anderen Euro in Kryptowährungen investieren, aber es ist eine rein spekulative Sache. Trotzdem sehe ich ein Potenzial und ich möchte nicht das ein oder andere Anlagegut kaputt reden. Wir sind natürlich auf der Goldseite, wie Sie merken, aber ich wollte es in dem Video einfach mal neutral beleuchten und für diejenigen, die sich mit der Thematik schon länger beschäftigen, auch nochmal genauer in die Mangel nehmen. Geben Sie uns doch mal einen Daumen hoch. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie den YouTube-Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Video wieder einschalten. Und nicht vergessen, die Glocke hier unter dem Video, damit Sie bei jedem neuesten Video informiert werden und nichts verpassen. Bis bald, machen Sie es gut, ciao.